Ein herzliches Willkommen zum Mathematikrätsel auf spektrum.de. Und jetzt viel Freude beim Lösen des Rätsels. Hier die Aufgabe. Es geht um Brötchen, Croissants, insgesamt 6 Portionen, die hier erscheinen, und 5 davon haben zufällig den gleichen Preis, obwohl die einzelnen Brötchen doch unterschiedlich sind. Die Frage: Welche der Portionen ist denn nun die, die einen anderen Preis hat? Und hier die Lösung. Nehmen wir einmal an, Portion 3 und Portion 4 hätten den gleichen Preis. Dann folgt daraus, dass das Croissant den gleichen Wert, den gleichen Preis haben muss wie die beiden Körnerbrötchen und das einfache normale Brötchen. Das taucht auch in Portion 1 und zweimal in Portion 2 auf. Das bedeutet wiederum, dann müssten die 4 normalen Brötchen auch wieder den Wert eines Croissants haben, wie in Portion 5 dargestellt. Was bleibt? Die 3 Körnerbrötchen sind auf jeden Fall anderspreisig als das Croissant. Und die Lösung ist gefunden. Portion 6 hat einen anderen Preis.